Beschwörst du jetzt irgendeinen Geist herauf oder was? Alter, sei vorsichtig, ich habe beinahe was auf den Kopf gekriegt. Ja, ist ja gut. So, wo ist jetzt das... Da ist es ja, was sie fallen gelassen haben. Und da drüben ist gleich noch mehr. Gib mal her das Zeug, kann man brauchen. Jetzt frage ich mich, haben wir eigentlich genügend... Ach doch, wir haben schon Viechereien da, die wir hier platzieren könnten. Müsste es nur mal auf T1 steigen. Haben wir dann noch so ein Ding? Ja, Hammer. Für den Fall, dass er es nicht hinkriegt. Aber ich denke mal schon. Aber es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Ich kann ja noch ein bisschen hier mit dem Laserstrahl rum... Sorry. Jetzt habe ich beinahe meinen Verbündeten gegrillt. Ich kann hier noch ein bisschen mit dem Laserstrahl rumschießen. Nee, der schießt voll dran vorbei. Das seht ihr hier, der geht jetzt vorbei an T1, also sollte ich jetzt nochmal schnell die Meteoritennagel einsetzen. Der ist offenbar nicht ganz so effektiv, als wie der Eissturm, wenn es ums Abkühlen geht. So, komm, jetzt mach mal den Planetenwärmer hier. Kann sein, dass er uns jetzt auf T... Nee, der rutscht nicht auf T2, der nicht. Die kleine Pflanze runter, die mittlere Pflanze runter, die große Pflanze runter. Und jetzt Fleischfresser... Pflanzenfresser. Nein, will ich nicht zerstören, spinnst du? So, das wäre erledigt. Dann könnte ich eigentlich nochmal schnell eine kleine Pflanze hochbeamen. So. Nur damit ich weiß, wo ich was habe am Pflanzendingern. Das Ding wieder hernehmen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Home Cinema. Sieht ganz schön aus. Ich hätte auch ganz gern Heimkino in der Stadt stehen. Und hier nehmen wir jetzt mal... Tech-Generator, was immer das sein soll. Okay. Ein Tech-Generator dahin, ein Gebäude dahin, ein Heimkino hier. Das Dingensen setzen wir mal hier hin. Ach nee, Moment, da können wir eigentlich den hinsetzen und dann den dahin, genau. So sieht das doch gut aus. Der produziert jetzt 48 pro Stunde und... Oh, ich sollte jetzt vielleicht langsam mal die Aufnahme beenden, weil es ist nämlich schon spät. Ich wollte ja eigentlich bloß eine halbe Stunde machen. Die ist eigentlich jetzt schon fast wieder rum. Ach du meine Güte, in dem ganzen grünen Getummel sieht man überhaupt nichts. Wo ist denn mein... Da unten. Nein, da oben. Also wir sollten auch dringend unser Reich vergrößern. Das wollen die ja auch die ganze Zeit von uns, ne? Mal gucken, wie viel zahlt ihr denn jetzt eigentlich für das Gewürz hier? Also ihr zahlt einen ordentlichen Preis für das Lina-Klump, aber das andere wollt ihr nicht haben, wie es scheint. Na egal, dann werde ich an dieser Stelle mal kurz abspeichern und verabschiede mich jetzt vorerst mal von euch. So, ja, Spiel ist gespeichert. Dann sage ich doch einfach mal bis zum nächsten Mal ins Spor, wenn wir uns an die Piraterie ranwagen. Tschüss! So, willkommen zurück wieder mal bei Spor. Ich klicke mal ganz schnell auf Weiterspielen. So, was hat man denn... Hattest du noch irgendwas? Nein, du hattest gar nichts. Hatten wir noch Gewürz im Frachtraum? Ja, hatten wir. Ja, ja, das mache ich später irgendwann, was ihr da haben wollt. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass wir hier dieses Gewürz rausbekommen. Das Klumpatsch da werde ich kaufen. Das brauchen wir nämlich. Alliiertenreparatur logischerweise auch. Denn wir gehen ja jetzt, wie versprochen, die Piraterie an. So, mal gucken, könnten die... Was haben wir denn da eigentlich alles? Rotes Gewürz? Nee, das nehmen die nicht. Und ja, man kann übrigens Verbündete hier mit einem Klick auf dieses rote X da rechts aus der Flotte rausschmeißen, weil das ja in den Kommentaren erwähnt wurde. Und da dürfte eigentlich nicht wirklich viel passieren, wenn man das macht. Also von der Sympathie her betrachtet. So, das dürfte für den ersten Angriff eigentlich reichen. Jetzt will ich bloß das ganze Gewürzklumpatsch loswerden, weil ich möchte ja gerne wissen, wie viel wir denn überhaupt gewinnen. Wie viel wir überhaupt aus diesen Piratenüberfällen rausziehen können. Rotes Gewürz einfach mal weg. Ist mir jetzt egal, ob das zu teuer war oder nicht. Zu billig oder nicht. Okay, ihr noch schnell in den Handel und... Ja gut, das Gelbe, das ist zwar ein bisschen... Komm,
Ich weiß, ich verschwende hier eigentlich gerade wirklich purstes Klumpert. Also, da werden sie jetzt wahrscheinlich einige an den Kopf fassen, aber komm, ich will das Zeug loswerden. Okay. Zwei Verbündete. Im Moment haben wir bloß zwei Verbündete. Dann lassen wir das mal. So, Schritt 1, um ein Pirat zu werden. Wir brauchen als allererstes mal unseren Ausweis. Wenn wir diesen Ausweis haben, folgt Schritt Nummer 2, den Ausweis zerreißen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Dies ist lediglich ein Computerspiel. Und siehst du, da ist das andere Reich, was ich letztendlich gemeint habe. Und da wieder das andere, also total übersehen die zwei. Schritt Nummer 3, Waffen besorgen, das haben wir eigentlich schon gemacht. Schritt Nummer 4, irgendwelche Außerirdischen suchen, die wir abziehen können. Wir testen jetzt mal, an denen ist es eigentlich bloß rotes Gewürz, was sich meiner Meinung nach überhaupt nicht eignet. Ach, Menschenskinder, wann habe ich die Aufnahme gestartet? Ich bin doch so ein... Ach, vergiss es. Okay, ich schalte mal die Mega-Autoblaster an. Wir nutzen es jetzt einfach fürs Training. Man wähle den Entführungsstrahl aus. Man fliege zu der feindlichen Kolonie, zu der zu überfallenen Kolonie und man checke ab, ob sie Gewürze gelagert haben, was in diesem Fall der Fall ist. Sollte man versehentlich ein paar Einwohner hochbeamen, ist das absolut kein Problem. Wir beamen sie einfach wieder zurück. Ich nehme ja keine Gefangenen. So, weiter zur nächsten Kolonie. Die werden wir selbst... Ja. Es ist ein bisschen lästig, dass Spore hier ständig zum Terraform-Screen wechselt. Wir werden die Jungs jetzt mal so richtig schön abziehen. Gib mal das Ding her. Wie gesagt, wir machen ja keine Gefangenen da. Putzt mal die Scheiben von dem Häusle, das würde euch zugutekommen. Bevor ihr jetzt diese Stadt erobert, hätte ich ganz gerne noch das Gewürz. Nein, das Gewürz, gib her, komm schon. Oh, nicht schon wieder ein Bürger hochgeweht, wieder zurück mit dem Ding. Okay, wir waren jetzt bei der Stadt und jetzt noch auf zu der Stadt. Also recht ergiebig ist es ja bisher noch nicht so. Wo habt ihr denn da drüben, außerhalb der Stadt, außerhalb der Stadtmauern? Das ist ja freundlich. Bleibst du jetzt vielleicht mal, danke. Okay, die vier hätten wir. Dann haben wir da drüben noch zwei. Die Stadt Müllra und Esti. Nach Eistee und Nestee kommt jetzt Esstee. Den kann man kauen, aber nicht runterschlucken. Habt ihr denn? Die werden gerade angegriffen. Die haben überhaupt kein Gewürz, wie es scheint. Oder ich übersehe es gerade. Na egal, wir fliegen einfach mal zur nächsten Stadt. Habt ihr denn Gewürz? Hallo, sind die pleite? Da, die liefern doch gerade was, sehe ich. Von der Handelsroute liefern die da was. Ihr müsst doch hier irgendwo Gewürz haben. Gehen wir mal in den Overview, aber tatsächlich, da ist nichts. Fliegen wir einfach mal zur letzten Stadt, die ein Einkommen von 108 pro Stunde hat. Da. So, gib mal her, das ist nicht schon wieder die Einwohner. Die will doch keiner haben, da kriegst du ein neues Haus. Okay, also 12 Gewürzladungen, rotes Gewürz, das war ja nicht sehr ergiebig, aber immerhin ein... Laut dem Ding sind da noch 22, 23 Gewürzladungen unten, du willst dich wohl veräppeln, die haben das Zeug versteckt. Sie wussten, dass wir kommen. Na egal, wir suchen jetzt uns einfach andere Opfer, wo haben wir denn noch welche? Da wären welche in der Stammesphase, die haben aber noch gar kein Gewürz. Dann wird es Zeit, dass wir mal neue Bereiche von diesem Spiralarm erobern oder erkunden. Weil bisher waren wir ja bloß in dem Eck da unten. Und guckt mal, wie riesig diese Galaxie ist. Und da drüben bei dem Pfeil sind wir. Also genau da. Dann gucken wir uns jetzt... Schöner Nebel übrigens. Dann gucken wir uns jetzt mal da drüben um. Tandramia. Da ist nix. Halla. Da ist auch nix. Ra, da ist ebenfalls keine Zivilisation. Hätten wir hier denn noch was? Also es wäre natürlich auch ergiebiger, wenn man raumfahrende Zivilisationen ausraubt. Oh, jede Menge blaues und grünes Gewürz und einer ist sogar mit Tieren versehen. Ist ja nett. Aber bei raumfahrenden Zivilisationen ist halt das Problem, dass die sauer werden mit der Zeit und dann einen Gegenangriff starten. Die? Steal and die, oder was? Oder wie?
Also das Sonnensystem macht mir Angst, wir fliegen mal besser. Ah, da haben wir ja welche mit gelbem Gewürz. Das würde sich sogar teilweise lohnen. Wie viel haben wir denn da unten? Das wird gar nicht angezeigt. Na egal, wir ziehen die Jungs einfach mal richtig schön ab. Da ist die nächste Stadt, die wird gerade gerendert von Spore. Dankeschön. Rendere doch jetzt auch mal bitte die Gewürzladungen. Was ist das? Ein neues Fahrzeug, Telehixnikdun, wurde gescannt und deiner Spore-PD hinzugefügt. Und da unten wartet auch schon die Gewürzladung auf Scottys Arbeit. Okay, das Ding wird abgestaubt, auf zur nächsten Stadt, die sind ein bisschen unglücklich. Machen wir sie noch unglücklicher und erleichtern sie ein wenig. Wieder nur ein gelbes Gewürz, ihr seid ja geizig drauf, aber der Kontinent sieht cool aus. Auf so einem möchte ich mal in der Zivilisationsphase spielen, aber ich glaube, daraus wird wohl leider nichts. Habt ihr denn jetzt auch Gewürz? Ihr habt doch bestimmt Gewürz, oder? Ihr habt doch Gewürz. Gib mal das Gewürz her. Wo ist denn das Gewürz? Hallo? Ach, jetzt erzähl doch nicht. Da, guck mal, da wird sogar ein Gewürzzeichen angezeigt. Ihr werdet doch wohl irgendwo Gewürze haben. Und irgendwie habe ich eigentlich damit gerechnet, dass die auch mal zurückschießen oder so, aber scheinbar macht das denen Spaß, ausgeraubt zu werden. Na gut, ich guck bei euch nochmal später vorbei. Jetzt erstmal auf zur nächsten Stadt. Habt ihr denn das Gewürz? Hallo, habt ihr jetzt irgendwie mal das Gewürz? Wo ist das denn? Also, so habe ich mir die Piraterie-Fall nicht wirklich vorgestellt. Da drüben brennen Reifen, ist ja schade. Was ist mit meinem Raumschiff los? Was soll das denn jetzt? Ah, jetzt, da setzte wohl für kurze Zeit die Steuerung der Kamera aus. Und irgendwie ist hier ebenfalls kein gelbes Gewürz. Okay, einfach mal weiter zur nächsten Stadt. Ihr werdet doch jetzt sicherlich gerade angegriffen. Da will ich nicht dabei sein. Die haben noch mehr... Ach du meine Güte, werden auch angegriffen. Nichts wie weg, bevor wir von deren Religion beeinflusst werden, möchte ich mal sagen. So, wie mal das Zeug hoch. Naja, 6 Gewürzladungen bisher. Schauen wir mal nach. Kiglerasie. Meine Güte, sind das komplizierte Namen. Da frage ich mich übrigens auch. Ernsthaft, was? Moment. Ein seltsames Schiff ist auf dem Planeten Otorgen angekommen und verweigert jedwede Kommunikation. Ein seltsames Objekt nähert sich dem Planeten Otorgen. Könnten das die Groks sein? Groks, Moment. Hab ich doch schon irgendwo einmal gehört. Jetzt muss ich mal nachdenken. Moment, wo habe ich den Namen schon mal gehört? Ach ja, genau, diese komischen Sicherheitsdrohnen da ganz am Anfang, ne? Die uns ja für Groks gehalten haben. Aber Leute, ich kann gerade nicht, ich bin auf Piratenfeldzug. Egal, was war ich gerade am erzählen? Ach so, ja genau, was ich mich ja frage. Was um Himmels Willen haben sich die Maxis-Entwickler von Spore bloß bei der Namensgebung der Städte und Planeten gedacht? So ein Zeug, das kannst du doch... Ich meine, Nerach. Wie kommt man auf sowas? Ich meine, ich glaube, okay, das geht ja noch, aber pass mal auf. Der Planetenname, der geht ja noch. Aber wenn ich mir dann andere Planetennamen angucke, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Zland. Das Zland da drüben. Oder Paprandran. Oder nehmen wir mal Börn. Oder Dai. Oder Luchert. Oder Daimoran. Das ist doch, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Oder hier auch wirklich saukomische Namen, ne? RNT92892Q. Ja, ich weiß, es ist ein schwarzes Loch, aber trotzdem. Oder hier Ra. Was soll das denn alles? Das da, das kann doch keine Sau aussprechen. Hode. Ich will jetzt mal nicht sagen, wie das klingt. Eberik oder Lucia. Oh ja, okay, Lucia, so könntest du sogar einen Menschen nehmen. Einen Mais, das geht ja auch noch, aber... Nee, also das ist wirklich schon... Verzeihung, aber hieß es nicht irgendwie, wo das irgendwer oder was kommen würde? Wie nannten sie sich Groks? Auf welchem Planeten waren das eigentlich gleich nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. War das... Kron war? Nein. Brael? Nein, da war es auch nicht. Kion Agrisuch? Nein. Rubel? Herpes? Ja, auch so ein unmöglicher Name. Herpes. Wie kommt man auf so einen Scheiß?
Ripsis? Nein, da drüben, nein. Wo war das denn jetzt? Es ist schon wieder vorbei. Na, dann zurück zur Piraterie.